Hallo meine lieben Seelensterne, herzlich willkommen wieder mal auf einem News über die gegenwärtige Solareklipse, die jetzt am 2. stattfinden wird. Die Energien zwischen Krebs und Steinbock, jetzt habe ich es, sind schon seit längerer Zeit schon gegenseitig sich am Aktivieren. Das spüren wir einfach schon durch die ganze karmischen Themen, die jetzt gerade hochkommen. Dazu kommt noch, dass auch der Nordknoten und der Südknoten auch noch aktiviert sind. Und das alles zusammen macht unseren diesjährigen, wie aber auch die letztjährigen Eklipsen im Juli ganz besonders. Und dazu möchte ich euch ein paar Informationen hier wieder durch meine Recherchen geben beim Aluna und beim Rackle Spring, die MacMillan, die für mich eine von den besten Astrologen sind, die das Ganze nicht nur astrologisch betrachten, sondern auch mit dem Evolution und natürlich auch zeitlich gesehen auf die jetzige Zeit sehr gut erklären. Und davon habe ich mir einige Notizen gemacht, die ich heute gerne würde mit euch besprechen. Als Allerwichtigsten möchte ich euch darauf hinweisen, dass die Sonneneklipsen oder diese Eklipsen nicht wirklich etwas Besonderes sind. Also jetzt bis auf die, wo jetzt hier im Juli dieses Jahr und letztes Jahr zustande kommen, sind sonst die Eklipsen eigentlich ganz normal. Davon passiert viele. Die Planetenkonstellation, wie sie jetzt gerade sind und letztes Jahr waren, die machen diese Eklipsen dann zu etwas Besonderes. In diesem Zusammenhang habe ich letztes Jahr euch schon bereits einiges versucht, auf dem Weg mitzugeben, wie ihr diese Zeit am besten nutzen könnt, um das beste Potenzial aus euch selbst rauszuholen. Und auf der anderen Seite habt ihr die Chance und die Möglichkeit, jetzt Samen zu sehen, wo ihr in 6 Monaten, das heißt von jetzt Mitte Juli bis im Januar, dann auch das, was ihr gesät habt, erntet. Von dem her ist es besonders wichtig, darauf zu achten, was sehe ich jetzt für Samen und was möchte ich ernten. Und dazu versuche ich euch immer und immer wieder so ein kleines bisschen in diese Welt der Astrologie hineinzuführen, weil ich persönlich für mich, ich kenne mich mit Astrologie wenig aus. Ich kenne mich mit den Planeten aus, ja. Es ist ein Teil meiner Ausbildung gewesen, wo ich dann Planetentöne gelernt habe und bemerkt habe, was sie für einen Einfluss eigentlich auf unsere ganze Existenz haben. Und so bin ich immer näher und näher zu der Astrologie gekommen. Und wie gesagt, wenn der richtige Lehrer den Weg zu mir findet, bin ich davon auch überzeugt, dass ich dann auch diese Ausbildung dann endlich mal irgendwann starten werde. Bis dahin werde ich versuchen, euch von den Quellen, wo ich am professionellsten finde, wo auch so erklärt werden, dass die Leute sich denken, oh, okay, ich verstehe das, was die Sache ist. Von dort aus versuche ich euch in kurze Abschnitten immer und immer wieder auf das vorbereiten, wie ihr könnt diese Konstellationen nutzen, um euer Leben in der Richtung zu schubsen, die ihr euch wünscht. Dazu möchte ich einfach hinweisen, dass alles, was wir momentan erleben, sehr viel mit karmischer Druck zu tun hat. Das hat ja einerseits natürlich mit den 3 Kardinalplaneten, die rückläufig sind, zu tun. Jetzt ist noch Mars, soweit ich weiß, aus der Grenze raus und Neptun ist rückläufig geworden. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt auch noch Venus, wo jetzt rückläufig wird. Das heißt, wir sind emotional sehr an einer Grenze, wo viel hochkommt. Aber das ist auch gut so, weil all das, was in deinen Schubladen drinnen stecken, haben in deinen Schubladen eigentlich nichts zu suchen. Warum? Weil sie dich krank machen. Eine Seele, die gesund ist, kann nicht krank werden. Nur eine Seele, die krank ist, wird früher oder später deinen Geist und deinen Körper zerstören. Und was ich tue, ist, ich versuche euch immer Schritt für Schritt das so zu verinnerlichen, dass ihr auch bereit seid zu verstehen und diese Schritte auch
einzusetzen oder einzuwenden oder anzuwenden für euch selbst, um euch davon zu überzeugen, dass irgendetwas an dem, was ich hier erzähle, für den einen von euch ist das Bullshit, für den anderen aber werden hellhörig, weil sie sich bereits schon auf diesem Weg befinden. Ich werde mich jetzt heute nur auf den Neumond, total Solareclipse, konzentrieren. Das ist das, was jetzt in 2 Tagen geschieht. Den Nordknoten und den Südknoten aktivieren auch momentan den Venus und den Steinbock. So, wer sich mehr für den Nordknoten oder für die Planeten interessiert, es gibt auf Google wirklich super, super tolle Seiten, wo man sich etwas besser mit den ganzen Planetenkonstellationen befassen kann und wo man sich einfach wirklich auch tiefer mit den ganzen Energien dieser Planeten auseinandersetzen kann. Ich würde denen euch empfehlen, macht euch wenigstens mit den Häusern und mit den Planeten etwas, ja, bekannt, damit ihr auch versteht, wovon ich rede. Auf jeden Fall, wir haben einfach den Steinbock und den Krebs, die sich gegenseitig momentan sehr stark aktivieren. Dazu kommt noch das Südknoten und der Nordknoten. Der Südknoten sowieso ist für Karma und der Nordknoten steht für einen Neubeginn. Wir haben in diesem Monat 2 Neumonde. Einmal am 2. zu Beginn dieser Eklipsen, wo du die Chance bekommst, jetzt etwas ganz Neues zu beginnen. Das heißt, all das, was du jetzt hier bereit bist anzuschauen, loszulassen, weiterziehen zu lassen, weil du der Meinung bist, weißt du was, wenn es zu mir gehört, kommt es sowieso zu mir zurück. All das wirst du können heute wirklich komplett loslassen und dann wird es dir auch gut gehen. Wenn du merkst in diesem Monat, dass du kontinuierlich mit Gegenwind konfrontiert bist, weil du versuchst, deinen Kopf durchzustehen, sprich, du wartest darauf, dass dein Twin sich meldet und der meldet sich nicht. Und du denkst dir, verdammt, ich muss alles tun, damit er sich jetzt meldet, weil sonst habe ich ihn für immer verloren. Dann garantiere ich dir, dass du die nächsten 6 Monate verdammt viel Scheiße erleben wirst. Wenn da nichts passiert, dann lass los. Vertraue einfach darauf, dass für alles eine göttliche Timing gibt. Und genau der gleiche Müll, was du durchmachst, machen gerade Millionen Menschen oder Milliarden Menschen durch. Nur alle auf ihre Art und Weise. Ich höre von vielen, wo mir E-Mails schreiben, ja, jetzt hatten wir doch Kontakt, jetzt wollte er sich mit mir treffen und jetzt von einer Minute auf der andere meldet er sich nicht mehr. Das höre ich nicht jetzt von einer Person. Es sind mehrere, die sich melden. Und ich sage immer wieder, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass dafür immer einen Grund gibt, warum sich jemand nicht mehr meldet? Warum versucht ihr immer und immer wieder irgendetwas, ja, heraufzubeschwören? Wenn sich jemand nicht meldet, lebt dein Leben weiter. Wenn der Zeitpunkt reif ist, wird diese Person sich melden. Du bist aber deswegen nicht stehen geblieben und hast deinen Tag versaut. Und darum geht es jetzt in diesen 2 Eklipsen. Wir haben am 2. und am 31. Neumond 2 Neumond in einem Monat, wo beides für Neubeginn steht. Nutze die Chance, etwas in deinem Leben jetzt zu verändern. Durch diese Südknoten und den Nordknoten fühlen mir jetzt momentan sehr viel und sehr stark karmische Sachen, die hochkommen. Das kann mit Familie zu tun haben, das kann mit anderen Themen zu tun haben, das kann wirklich Sachen sein, die jetzt hochkommen, die eher mehr mit einem biologischen Karma zu tun haben. Besonders vielleicht auch deine Familie. Ich sehe so eine weibliche Themen, die jetzt hochkommen, vielleicht Mutterthemen, die geklärt werden müssen, aber ich glaube, in allgemeinem geht es hier wirklich um die weibliche Energie, die jetzt gerade so richtig ausbricht. Die Nordknoten, die jetzt aktiviert wurde durch diesen 2 Planeten, geben uns die Chance dazu, die Vergangenheit, die vergangene Leben, alles, was damit mit der Karma zu tun hat, jetzt eins für alle Mal abzuschließen. Dass ihr jetzt einfach merkt, das, was nicht zu mir kommt, das, was nicht zu mir fließt, das, was nicht mit Leichtigkeit vom Hand geht, das, was mir nicht gut tut, das heißt, es bringt mich zum Weinen, es verursacht Stress, es verursacht Trauer, es ist nur kompliziert,
das gilt jetzt einfach sein zu lassen. Ich hasse das Wort loslassen, weil loslassen verstehen alle Menschen. Ja, aber wenn ich jetzt loslasse, dann habe ich ihn ja für immer verloren. Nein, loslassen bedeutet einfach, akzeptiere doch einfach, dass die Situation momentan so ist, wie es ist und dass du überhaupt keinen Einfluss darauf hast. Je mehr du versuchst, irgendetwas, was gerade nicht geschehen soll, geschehen lassen, indem du manipulierst, indem du dich selbst in einem Stillstand katapultierst, indem du dich selbst belügst und deine innere Saboteure den Raum gibst, dich immer und immer wieder von deinem wahren Pfad abzubringen, das ist alles momentan das Thema, mit dem du dich darfst im Monat Juli auseinandersetzen. Mein Tipp an all die, die jetzt sagen, oh, ich bin so dermaßen fix und alle und weiß überhaupt nicht, was ich mit all dieser Energien anfangen soll, möchte ich darauf hinweisen. Setz dich mal kurz hin und spür mal nach, was in deinem Leben sanft und perfekt läuft und einfach dir keine Schwierigkeiten bereitet, sondern einfach viel Freude. Und dann schau dir das, was dich bremst, das dich traurig macht, das dir das Gefühl gibt, stehen geblieben zu sein. Und sei bereit, das, was dich traurig macht, sein zu lassen. Einfach sein zu lassen. Gibt es dem Raum, berechtigten Raum, da zu sein? Ich habe zum Beispiel vor Freitag, habe ich dann vorgenommen, ich mache jetzt dieses Wochenende frei, weil die Hauptenergien von den Eklipsen sind, nimm dir Zeit für dich. Es geht hier jetzt um dich. Es geht um niemand anders mehr als um dich persönlich. Warum? Weil du wirst jetzt für die nächsten 6 Monate den Samen setzen für das, was du im Januar ernten möchtest. Und die Eklipsen werden dich noch dabei unterstützen. Wenn du natürlich möchtest weiterhin in dieser Energie stecken bleiben, in dem du jetzt gerade bist, quasi Depressionen, Leid, Schmerz, Kummer und Stillstand, und du machst so weiter, dann garantiere ich dich, in 6 Monaten wird das noch schlimmer. Und du aktivierst das immer mehr. Wenn du aber jetzt bereit bist zu sagen, weißt du was, ich brauche das jetzt alles nicht mehr, weil es mich überhaupt nicht vorwärts bringt. Warum soll ich freiwillig mich im Stillstand versetzen? Was zu mir nicht kommen möchte, dann hat es doch einen Grund, warum es nicht zu mir kommt. Entweder ist der Zeitpunkt nicht richtig oder es gehört einfach nicht mir. Und ich muss aufhören, mich selbst zu belügen. Ich muss aufhören, mich selbst zu sabotieren. Ich muss aufhören, mich selbst zu manipulieren, damit ich die Chance bekomme, aus diesem Dilemma etwas Positives zu erschaffen. Dieses Notknoten, die jetzt aktiviert worden ist, gibt dir wirklich die Chance, deine wahre Persönlichkeit, deine wahre Berufung, deine wahre Pfad jetzt angehen zu können, indem du wirklich auch nur noch das tust, was du merkst, dass es dir leicht vom Hand geht, dass dir richtig Freude bereitet, dass dir dein Herz zum Singen bringt, wie der Robert Betz so schön sagt, oder dass es einfach keine Schwierigkeiten bereitet. Fühlst du das? Cool, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann läuft alles, dann bist du auf deinem Pfad. Kommst du aber an eine Sackgasse, wo alles in Stillstand gerät, wo du merkst, boah, es wird alles so schwierig und du wirst wütend und du wirst deprimiert und du bleibst im Stillstand, dann frag dich doch mal, ob du nicht irgendwo die falsche Abzweigung genommen hast und kehr wieder zurück und schau, ob da nicht eine andere Kreuzung gibt, wo du nehmen kannst. Oder einen anderen Weg gibt, dass du nehmen kannst. Das ist der beste Tipp, das ich dir geben kann, wie du mit diesen Zeiten jetzt umgehen kannst. Alles, was zu dir fließt, gehört zu dir. Alles, was nicht zu dir kommt, ist entweder noch nicht der richtige Zeitpunkt oder es gehört nicht dir. Und so ehrlich müssen wir lernen, jeder Einzelne von uns zu werden. Warum? Weil wir im Grunde nicht hier sind, um das Leben für andere Menschen zu leben. Wir sind hier, um das Leben für uns selbst zu leben. Wir sind hier, um unseren Lebensplan zu erfüllen und nicht die, die jemand für uns diktiert hat. Und wenn du kontinuierlich in einem karmischen Zyklus, in dem Rad der Schicksal festsitzt und dich kontinuierlich in die gleiche Richtung drehst, dann wirst du kontinuierlich auch immer das Gleiche erleben. Bekommst du jetzt die Chance dazu, diesen Zyklus zu durchbrechen, bekommst du jetzt die Chance dazu, diesen Rad in die andere Richtung zu drehen. Ja klar, läuft es in die andere Richtung viel, viel schwieriger. Warum? Es ist ja eingerostet. Die eine Seite ist ja die ganze Zeit gelaufen. Du hast aber die Chance jetzt, die andere Seite zu aktivieren, indem du einfach nur kleine Tipps, die ich dir gebe,
vielleicht aber auch auf deine eigene innere Stimme hörst und dir selbst darüber im Klaren wirst, wie weit stehst du dir selbst im Weg? Wie weit tust du das, was deine Berufung ist? Wie weit tust du das, was wirklich dir Spaß macht? Weil wir sind nicht hergekommen, um Sachen zu machen, die uns traurig machen. Wir sind hergekommen, um glücklich zu sein. Es ist unser Geburtsrecht in Fülle, Glück, Reichtum, bedingungslose Liebe zu leben. Da frag dich doch mal, wo bist du vom Weg abgekommen, dass du das alles verlernt hast? Wo hast dein innere Kind in eine Schublade gestopft, die jetzt sich rächt und dir sagt, ich möchte leben? Es kann natürlich auch möglich sein, dass du jetzt momentan viele von euch oder vielleicht sogar sehr viele von uns gegenwärtig mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert sind. Und ich habe das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass du dich damit auseinandersetzen sollst, warum du momentan nicht imstande bist, deine Arbeit zu leisten, die du bis jetzt geleistet hast. Liegt das vielleicht daran, dass es gar nicht die Arbeit ist, die du leisten sollst und dieser gesundheitliche Stillstand dich dazu zwingt, dich damit zu befassen, dich damit auseinanderzusetzen, ob der Pfad, den du eingeschlagen hast, auch wirklich das ist, was dich glücklich macht. Machst du deinen Job einfach, weil es gut bezahlt ist, weil du Angst davor hast, eine neue Entscheidung zu treffen oder du Angst davor hast, einen neuen Weg einzuschlagen? Oder machst du diesen Job, weil du der Meinung bist, dass es wirklich deine Berufung ist, dass es dir wirklich Spaß macht? Ich sage euch, wenn du deine Berufung machst, wenn du deine Berufung findest, das tust, was dir wirklich Freude macht, dass dir das Gefühl gibt, wow, ich habe etwas geschaffen, das mich glücklich macht, das mein Herz wirklich zum Leuchten bringt, weil ich etwas Gutes geschaffen habe in diesem einen Augenblick, verspreche ich dir, dass du zwar dich auch damit überarbeiten kannst, aber niemals auf die Art und Weise, wie du dich überarbeitest, wenn du einen Beruf ausüben tust, dass du ausübst, nur weil du machen musst. Und vielleicht ist dein Körper jetzt gerade in diesem Stadium, dass er sich müde, kaputt, krank fühlt, weil er dir möchte sagen, vielleicht solltest du das Ganze überdenken. Das war bei mir ja der Fall, wo ich da jetzt gerade lahmgelegt wurde. Ich hatte jetzt zwar nur einmal eine Grippe, die mich ziemlich fest lahmgelegt hat. Wenn ich so ein bisschen rundherum schaue, habe ich einige Freunde, wo jetzt momentan sich im Krankenhaus befinden, aufgrund von Krebs und anderer Situationen auch noch viel schlimmere Sachen, wo ich mir dann einfach denke, wow, bin ich froh, dass ich da nicht drin sitze, weil ich hätte können auch eine von denen sein. Und genau darum geht es hier. Es geht hier wirklich darum zu erkennen, dich darüber mal bewusst zu werden, du bist nicht in diesem Leben hergekommen, um dich tot zu arbeiten, Geld anzuhäufen, ein Haus zu kaufen, ein Auto zu haben, Luxusleben zu haben oder Luxus zu kaufen und irgendwann mal für eine Zeit das Ganze auf der Seite zu sparen. Warum? Ist das dafür nicht konzipiert? Ganz einfach, du kannst morgen tot sein. Und dann? Was ist es, was du mitnimmst? Was ist die Einstellung, dass du mitnimmst? Dass das Leben scheiße war? Dass ich mein ganzes Leben lang nur geschuftet habe, um für meine alte Rente etwas auf der Seite zu lassen? Das Leben passiert heute, es passiert jetzt. Also hör auf, die Gedanken um morgen zu machen. Morgen könnte die Welt untergehen. Aber wenn du nicht den Augenblick genießt, wenn du nicht im Augenblick lebst, wenn du nicht im Augenblick das tust, was dir wirklich auch gut tut, egal in welcher Form, natürlich haben wir Verpflichtungen, um Gottes Willen. Ich will nicht sagen, du sollst deine Verpflichtungen jetzt loslassen oder nicht nachgehen. Die sind ein Teil von uns, die müssen wir nachgehen. Aber die Frage ist nur, gehe ich meine Verpflichtungen mit mürrischer Laune an oder gehe ich sie mit einer Freude, weil ich einfach weiß, dass alles andere, was ich nebenbei mache, meine Laune hebt. Aber wenn ich schon morgens aufstehe und scheiße drauf bin, abends nach Hause komme, scheiße drauf bin und dann noch irgendetwas verrichten muss, dann kann doch dabei nichts Positives rauskommen. Deswegen möchte ich euch einladen, einmal kurz nach innen zu gehen und euch selbst mal zu fragen, wo du jetzt stehst in deinem Leben, egal ob du mit 20 bist oder mit 30, mit 50, mit 60 oder mit 70, ist egal, in welchem Stufe du stehst. Frage dich, wenn du morgen dieses Leben verlassen würdest, kannst du sagen, dass du das ausgekostet hast, dass du gelebt hast, dass du glücklich bist, dass du das Beste aus dem gemacht hast, was du hast? Lautet deine Antwort, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem richtigen Weg und da wird noch mehr Fülle kommen. Lautet aber deine Antwort, nein. Lautet einfach deine Antwort, ich bin frustriert, ich bin verbittert, ich bin traurig. Und ich bin froh, wenn ich gehen kann, dann möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, du wirst wiederkommen. Und da du ja gehst, ohne wirklich gelebt zu haben, wird das, was du mitbringen tust, die Lektion daraus sein. Und da frage dich einfach,
ob das Leben wirklich dafür konzipiert ist, dass du herkommst, auf die Welt kommst, dich tot lernst, was heutzutage bei den Kindern der Fall ist, dann dich tot arbeitest für einen Minimallohn und nur damit du deine Sicherheiten auf der Seite hast und dann irgendwann mal dieses Leben verlässt und zurückblickst und sagst, was wäre gewesen, wenn. Es ist nicht einfach. Ich sage keinem, dass das leicht ist, weil ich nämlich selbst das Problem habe. Ich muss jeden Tag mich daran erinnern, was ich in meinen letzten 40 Jahren meines Lebens verpasst habe, zu tun, wo ich hätte können tun, wenn ich das Wissen von heute gehabt hätte. Aber meine andere Frage an mich selbst in dem Moment ist, ja gut, wenn du das Ganze, was du jetzt erlebt hast in den letzten 40 Jahren, nicht erlebt hättest, hättest du dieses Wissen, das du heute hast? Nein, wahrscheinlich nicht. Also, es hat alles seinen Grund, was in deinem Leben passiert ist. Aber du entscheidest, ob dein Gegenwart weiterhin Dramen verursachen wird oder ob du jetzt sagst, Schluss, ich lasse jetzt alles los, was mir nicht mehr gut tut und ich entscheide mich für mich. Und in dem Moment, wo du dich für dich entscheidest, wird das Leben dir das bringen, was für dich auch bestimmt ist. Und das hat es mit diesen Solareclipse auf sich. Diese Solareclipse, die gibt dir die Chance vor einem Neubeginn. Die Solareclipse gibt dir die Chance dazu, etwas wirklich in deinem Leben neu zu gestalten, neu anzufangen. Und einen Samen zu sehen, dass du im Januar absolut glücklich und freudig entgegenblicken kannst. Das ist einer von diesen Themen. Die andere Thema ist der fünfte Haus, das ist der Fische, was mit Beziehungen, Liebe und all das, was damit verbunden ist, zu tun hat. Das gibt dir jetzt auch die Chance, entweder an das alte Muster festzuhalten und kontinuierlich den falschen Menschen in deinem Leben anzuziehen oder das alte loszulassen, damit etwas Gutes in deinem Leben geschehen kann. Was ich sehr, sehr stark in dieser Konstellation erforscht habe, ist, dass viele von euch die Chance bekommen werden, jetzt schwanger zu werden. Es kommen auch in alle fast Readings immer wieder die Herrscherin, wo auch für die Schwangerschaft steht. Das heißt, für viele von euch, die ein Kind jetzt planen wollen, ist das die beste Zeit, jetzt das wirklich zu tun. Für viele, wo jetzt Angst davor haben, in alten Mustern festzusitzen oder ihr denkt, ihr bleibt ewig alleine, das ist nicht richtig. Wenn du das Alte natürlich nicht loslässt, wird das Neue nicht in deinem Leben kommen. Aber du bekommst jetzt die Chance, wirklich den Partner, der für dich bestimmt ist, in dein Leben anzuziehen. Du musst aber bereit sein, das Alte loszulassen. Selbst wenn du der Meinung bist, dass das Alte mein Twin ist, meine Frage an dich ist aber am Endeffekt, wenn er dein Twin ist, gehört er sowieso zu dir. Also kannst du ihn sowieso loslassen. Warum bleibst du dann stehen? Warum versuchst du in diesem Moment irgendetwas zu erzwingen, was vielleicht zeitlich gar nicht so weit ist, weil einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Du kannst dich doch einfach um dich selbst in diesem Moment kümmern und das Beste bei dir selbst aufzubauen und zu tun, damit in deinem Leben alles ins Fluss kommt. Und wenn dein Twin, egal ob Frau oder Mann, so weit ist, kann dann doch der nachkommen. Das würde doch Sinn ergeben, oder? Deswegen möchte ich euch darum bitten, einmal in euch hineinzugehen und euch selbst zu fragen, was seid ihr bereit, übermorgen loszulassen? Was seid ihr bereit loszulassen, was euch nicht gut tut, was euch bremst, was euch vielleicht daran hindert, in eure Kraft, in euer Leben zu kommen? Das alles ist jetzt wichtig, dass ihr bereit seid, mit dieser Sonneneklipse loszulassen. Ich werde Näheres über die Eklipsen noch erzählen. Dazu möchte ich hinweisen, dass ich nächsten Sonntag um 18 Uhr bis 20 Uhr Livestream starten werde, ein Workshop mit Selbstliebe, das, was wir eigentlich schon sehr lange angesprochen hatten, aber ich einfach noch nicht mich dazu berufen gefühlt hatte, mich damit zu befassen. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Zeit einfach noch nicht richtig war. Und jetzt denke ich, ist das der richtige Zeitpunkt. Also wir werden einen Workshop über Selbstliebe machen und wir werden nochmal über diesen Eklipsen, diesen neuen Mond, also diese Mondeklipse, die am 16. kommt, darüber reden. Warum? Weil die Sonneneklipse, die jetzt kommt, hat grundsätzlich mit deiner Zukunft zu tun. Du setzt jetzt einen Samen für deine Zukunft. Die Mondeklipse, das ist wieder ganz was anderes. Wenn die Mondeklipse kommt, das hat dann mit deiner Vergangenheit zu tun. Und da werde ich dann kurz bevor diese Mondeklipse kommt, nochmal eine Datei mit euch hochladen, wo ich dann darüber mit euch sprechen werde, damit ihr auch auf das vorbereitet seid. Alles, was ich euch jetzt auf den Weg geben kann, was ich euch wirklich von ganzem Herzen wünschen kann, ist einfach, dass ihr bereit dazu seid, das gehen zu lassen, was nicht zu euch gehört. Das gehen zu lassen, wo zäh ist, wo euch an eure
Vorankommen hindert, euch nur Kummer und Leid verursacht, das ist einfach ein Punkt, wo ihr dürft jetzt einfach darüber nachdenken, wie lange ihr wollt noch in diesem Zyklus festsitzen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wundervollen Start in das neue Leben, die ihr jetzt vor euch habt. Viel Kraft, um das loszulassen, was ihr vielleicht mit Gewalt jetzt loslassen müsst, weil ihr selbst wisst, dass es einfach sonst nicht weitergeht. Ich wünsche euch Kraft, Liebe, Geborgenheit und ich wünsche euch, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich werde heute Abend oder morgen die Juli Energy Update hochladen, je nachdem wie heiß es wird. Also im Haus kann ich momentan gar nichts tun, weil es einfach Sauna pur ist. Wir haben hier jeden Tag 35 Grad, aber ich habe gesehen, dass ab morgen sollte das wieder endlich abkühlen. Dann vermute ich, werde ich entweder heute Abend, wenn es etwas kühler geworden ist, der Energy Update hochladen und ab morgen werde ich beginnen, wieder mit der ganzen Readings rauszusenden, rauszuschicken. Meine Lieben, die Juli Energy Update möchte ich jedem ans Herz legen, denn ich werde mich ganz stark auf die Eklipsenenergien konzentrieren, auf die vergangenen Themen, die ihr mitgebracht habt, konzentrieren. Und ich werde mich darauf konzentrieren, was die kollektive Energie, was ist jetzt gerade, die jetzt aktiv ist und uns auffordert, auch wirklich diesen neuen Weg einzuschlagen, damit das Glück in deinem Leben rollen kann. Ich liebe euch, meine Seelensterne. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Und Kopf hoch, wir packen das alle zusammen.